Assalamualaikum, was geht ab? Ich bin Omar, für euch geht es super und ja, willkommen zu einem neuen Video. Ja, das letzte Video ist am Montag rausgekommen, das heißt, das ist das erste Video in dem neuen Jahr 2020. Schon mal von vornherein weg, ich wünsche euch alle ein erfolgreiches Jahr, ein gesundes Jahr, ein fröhliches Jahr, was auch immer. Und ja, ich hoffe, ihr seid gut reingestartet. Heute ist der 3. Januar, also schon 3 Tage in dem neuen Jahr. Und ja, EA ist anscheinend nicht gut reingestartet. Ihr habt es bestimmt alle gestern schon mitbekommen. Die Rewards, die haben ein bisschen Faxen gemacht. Die roten Player-Picks haben die anscheinend nicht gegeben. Da ist jetzt die Meldung vom FIFA-Team. In den nächsten 2 Tagen sollen die ganzen Player-Picks nun endlich da gekommen sein. Deswegen kam auch gestern kein Rewards-Video, falls ihr euch wundert. Und ja, heute dann, wie gewohnt, mein Team, woran sich eigentlich gar nichts verändert hat. Und 2 Weekend-League-Spiele. So, ihr seht schon, im Shop haben wir 6 Packs. Das Team of the Year kommt in 3 Tagen, denke ich mal. Das sind die Rewards von Foot Champions und von Rivals. Ich werde jetzt die ganzen Packs aufbewahren, bis man das ganze Team of the Year ziehen kann. Und wenn dann das komplette Team of the Year draußen ist, dann werdet ihr wirklich ein sehr, 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 sehr fettes Team of the Year Pack Opening sehen. Ja, das verspreche ich euch auf jeden Fall. Wir haben nicht nur diese Packs, ein guter Freund von mir, der wird auch seine Packs aufbewahren. Deswegen seid ihr auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, wir werden einen Totti ziehen. Und ja, kommen wir dann zum Team. Ihr seht schon, hat sich einfach gar nichts verändert. Ja, ich habe gerade 300k ungefähr auf dem Tacho. Ich werde die aufbewahren, keine Ahnung für was. Das ganze Team ist eigentlich fast untradable, bis auf so 4-5 Spieler. Das Team gefällt mir sehr. Die Weekend League habt ihr bestimmt alle am Montag schon gesehen. Meiner Meinung nach die spielerisch beste Weekend League von mir. Falls ihr das Video noch nicht gesehen haben solltet, guckt es euch auf jeden Fall an. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich kann euch eins vornherein weg schon mal sagen. Van der Sar wird in dem nächsten Video, glaube ich, schon im Tor stehen. Von den Icon Swaps, den werde ich zu 1,1 Milliarde auf jeden Fall machen. Weil, ja, ist der beste Torwart im Spiel. Und den kriegst du quasi geschenkt mit 6 Stück, die du abgeben musst. Heute ist Freitag. Ich zeige euch dann jetzt die ersten 2 Weekend-League-Spiele. Haben wir auch direkt den ersten Gegner gefunden. Und ja, um vornherein nochmal weg zu sagen, ich werde wieder meine 20 Spiele zeigen. Die letzten 20, hier sehen wir auch das erste Team. Wieder Neymar MAP, wer kennt's denn nicht? Als Yen, als Icon, dann Griezmann, Sissoko, Dembele, Semedo, Longley, Varane, Mondi und Ter Stegen. Worauf ich hinaus wollte, ja, ich werde wahrscheinlich nächste Woche in der Woche ein bisschen streamen, SBCs ballern, Packs ziehen, zum Team of the Year halt, diese ganzen Sachen. Vielleicht noch ein bisschen Abo-Games oder so einen Scheiß machen. Folgt mir auf jeden Fall auf Insta, ist oben in der Videobeschreibung verlinkt. Da werdet ihr am schnellsten erfahren, wann ich was mache. Und dann würde ich jetzt sagen, genug gelabert. Die ersten 2 Weekend-League-Spiele diese Woche. Wir campen wieder auf Elite. Inshallah klappt's. Irgendwann muss es einfach klappen. Let's go. Ja moin, also das Spiel fühlt sich wirklich sehr, 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 sehr langsam an. Also macht gerade gar keinen Spaß. Auch wenn nur 6 Minuten gespielt sind, das Spiel fühlt sich einfach richtig langsam an. Sehr, sehr, sehr geil. Erinnert mich an den Pass von Salah gestern auf Mané, Alter. Spätestens nach diesem Pfosten, wo ich mit Piquet durchgedrückt habe, dass er einfach wegschießen soll, der... Ohne beleidigen, Bruder. Ohne beleidigen. Salah. Hä? Salah, Bruder. Ecken, Kopfballtor, Salah. Hä? Ja. Ja, 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 ja. Genimmt auf aller höchstem Niveau. Quitte doch einfach, Bruder. Yo, Cousin, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Erstes Spiel vollbracht. 5-1. So, zweiter und letzter Gegner für heute. 3 Footmiss-Karten, Suarez in Rot, Mascherano, oh, Rückblick oder was auch immer. Alhamdulillah, Alhamdulillah. First I want to say Alhamdulillah. Hat er stark gemacht, hat er stark gemacht.
Digga, was war denn das für ein heftiger Erster, du gottloser... Vital, und jetzt halt einfach deine Fresse. Du musst gewonnen, jetzt noch die Devil Terror oder was auch immer, Digga. Bam! Bam! Jetzt hast du das Dilemma, Habibi. Jetzt kassierst du so ein Tor nämlich. Das wichtigste Tackle in Longlees Karriere. So, vielen Dank für eure Geduld. Während das Team daran gearbeitet hat, das Problem zu beheben, durch das im vorherigen Four Champions Event nicht die vorgesehenen... 2000 Jahre später. Danke nochmals für eure Geduld, das FIFA-Team. Und damit war es der Startschuss. Wir haben die Player Picks, Amina, Sasiki. Kurz bevor ich, nachdem ich das Video beendet habe, kommen die Player Picks, Digga. Let's go. Das heißt, das Video geht doch ein bisschen länger. Wir sehen die Player Picks und ihr seht das Team of the Week. Martial, Aguero, Kane, Adama Traoré, Kante, Eriksen, sogar Jose Perez sieht krass aus, Doherty, Maguire, Trent Arnold, Tom Heaton. Also wirklich ein geisteskrankes Startelf, Digga. Und wie gesagt, ich werde die Packs nicht aufmachen. Die werden erst zum Team of the Year aufgemacht. Und jetzt die roten Picks. Wünscht einfach Kante, Kane, Aguero, gibt irgendwas. Tom Heaton, Bruder. Ja, den wollte ich schon immer haben, Alter. Yes! Ihr habt mich jetzt einen Tag warten lassen, ihr gottverdammten Hurenschlampen, Digga. Gebt doch jetzt einfach mal als Belohnung was Gutes. Geschwitzt für nix. Geschwitzt für den hier, Digga. So, nachdem wir jetzt die Schrott-Rewards gezogen haben, konnten wir doch noch einmal das 86 plus rote Inform-Pack machen. Ja, ihr seht, was ich hier abgebe. Meine Player-Picks, alles voller Müll, Digga. Bis auf Werner, den habe ich aber auch schon richtig, richtig lange. Ausgabedatum steht ja nicht mehr in diesem FIFA. Werner wird auf jeden Fall behalten. Und das sind dann die nächsten 11, die abgegeben werden. Ich habe im ersten 86 plus Upgrade Ziyech gezogen. Also ein 86er. Freunde von mir hatten Mbappé, Jason hatte Hazard im Video sogar gehabt. Und ja, eins von drei 86 plus, Bruder. Du musst geben. Du musst. Egal. Voila. Soll ich mich jetzt einfach einen Arsch ficken lassen, Bruder? Für das? Dafür? Dafür, Bruder? Ey, das ist doch ein schlechter Scherz. Das ist ein schlechter Scherz. 6 Weekend Leaks. 6 Wochen geschwitzt, um am Ende Kaylor Navas zu bekommen. Das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wir haben 491 Abonnenten. Macht mal die 500 voll, falls ihr noch nicht abonniert habt. Dankeschön. Vielleicht kommt morgen oder übermorgen Teams bewerten. Schreibt mir auf Insta, schickt mir dort eure Teams. Wenn ich genug Einsendungen bekommen sollte, dann werde ich auf jeden Fall Team bewerten, morgen oder übermorgen raushauen. Ansonsten sehen wir uns Montag zu den Weekend League Highlights wieder. Wie gesagt, die letzten 20 Spiele. Lasst euch überraschen, ob wir dieses Mal endlich Elite holen. Ansonsten bin ich raus. Falls wir uns das Wochenende nicht nochmal hören, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Peace.